Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Risen. Der Namenlose durchstreicht mal wieder die Welt. Wir haben das letzte Mal wie hieß der Typ? Ah, verdammt, ich vergesse jedes Mal seinen verdammten Namen, aber ich glaube, ist auch nicht so schlimm, oder? Oscar haben möchte. Oscar, Rachel. Erledigt, machen wir es einfach mal so, ne? Schutz vor Geister der Ahnen, ne? Du hast mal wieder arbeiten? Ach, jetzt muss ich das noch suchen, oder was? Goldene Bruchstücke? Kein Text mehr dazu? Schade. Gold wird Gold verschwunden, irgendwie sowas. Dorga? Hieß der Dorga? Ich glaube, der hieß Dorga. Ist ja auch egal. Der Typ ist sowieso tot. Was soll uns dann noch kümmern, wie er hieß? Auf jeden Fall, den sollten wir finden in der letzten Folge. Und wir haben ihn natürlich auch glorreich gefunden. Ich habe echt eine Schwäche, mit dem Namen zu merken. Na toll. Wir haben ein Problem. Wir haben kein Problem. Ich wollte gerade sagen, wir kommen nicht mehr hoch, aber wir kommen wieder hoch. Ist der nicht sogar hier noch irgendwo? Ne, er ist schon weg. Jemand hat seine Leiche weggebracht. Er wurde gefressen, der arme Kerl. Und wir machen uns gebratenes Fleisch. Denn gebratenes Fleisch ist lecker und es heilt einige Wunden. Ist zwar nicht viel, ich glaube nur 10 Punkte oder sowas. Lecker. Oder? 10? Ja, man, 15. Ist nicht viel, an Betracht dessen, dass wir so viele Ausgaben haben an Lebensenergie. Aber immerhin, ne, ist besser als nichts. Besser als draufgehen, auf jeden Fall. Ne, da ging es, glaube ich, zu dem ekelhaften Vieh. Dem möchte ich eigentlich nicht begegnen. Ne, das ist richtig. Hier geht's raus. Hier geht's doch raus. Hier wird schon reingekommen, oder nicht? Doch, da ist der Sumpf. Ha. So verwirrt und doch da. So einfach geht das. Wir haben auch alle Bruchstücke des goldenen Schwertes. Das heißt, die Quest können wir auch abgeben. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Das heißt, wir haben ein neues Schwert. Wir können das Schwert abgeben. Wir können das Schwert abkaufen, glaube ich sogar. Na, wir müssen natürlich erstmal schmieden lassen, klar. Mal gucken, was wir damit machen können. Was sagt eigentlich mein Skillpunkte-Vorrat? 25. Oh, ich habe noch sehr wenig ausgegeben. Wo ist denn Craig? Craig? Bist du Craig? Craig? Kannst du mich im Kampf unterrichten? So, du bist der Falsche. Ich will spielen. Hast du noch was für mich? Mir fällt gerade nichts ein. Außerdem hast du doch bestimmt noch Besseres zu tun, als zu spielen, oder? Eigentlich nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Aber immerhin, für ein bisschen Quatschen, 100 Erfahrungspunkte, wer war denn das eben? War das... Warst du das? Und? Ja, man möchte ihm am liebsten den Hals umdrehen. Sorry, ich hab abgebrochen. Es tut mir sehr leid. Wenn ich diese schwere Rüstung tragen würde und hier so eine große Nummer wäre. Siehst du? Und deswegen säge ich sein Holz. Es tut mir sehr leid. Ich werde erst noch nicht mit ihm sprechen. Wer war denn das? Es tut mir sehr leid, dass ich ihn abgebrochen habe. Verdammt! Wer war denn da? Das eine übrigens. Ich gehe mal schlafen. Bis zum nächsten Morgengrauen. Obwohl, wisst ihr was? Grauen wir einen nochmal aus, die ganzen Typen hier. Die sind ja noch da, wenn wir das nächste Mal hier sind. Wie hieß denn der? Ich weiß echt nicht mehr. Wer war das? Bist du das? Nee, du bist ja nicht so netter Typ. Du bist nur ein Handlanger. Ich weiß im Moment gar nicht, wo er stand. Hier war noch einer da, der konnte uns was beibringen. Sehe ich eigentlich hier Lehrer? Lehrer, das ist doch... Das ist doch schon mal gut. So, im Banditenlader. Ricardo kann jetzt zeigen, wie man Armbrust, Auswahl im Bogen schießen. Taschendiebstahl. Ach, Phil. Ja, wo steht denn der jetzt? Phil. Wo hat er sich denn verpisst jetzt, ist die Frage. Wir haben ihm ja geholfen, dass er wieder zurückkommen konnte. Bist du Phil? Nee. Bist du Phil? Bist Jäger. Weißt du, wo Phil ist? Phil? Ne, du bist natürlich Beppo. Der hat sich jetzt so unten hin pennen gelegt, oder was? Ihr wisst schon, da wo der andere stand. Oder la, besser gesagt, der, tatsächlich, da ist tatsächlich Phil. Hallo, Phil! Ich will ein besserer Dieb werden. Das ist natürlich auch extrem super. Ich mache einmal das hier. Ich will ein Taschendieb werden. Eine Person, die auf ihre Goldbörse achtet, kann man nicht beklauen. Das ist unmöglich.
Ich bin hier, damit du mir zeigst, wie ich klaue, nicht damit du mir erklärst, dass es nicht geht. Warte es ab. Um jemandem also was zu stehlen, muss derjenige abgelenkt sein. Sprich ihn einfach an. Stell ihm am besten eine Frage, damit er nachdenken muss und abgelenkt ist. Dann zieh ihm einfach die Beute aus seiner Tasche. Hört dies sehr einfach an. Ich will auch Schlösser öffnen, das ist so wichtig, finde ich. Zeig mir, wie ich schwere Schlösser knacke. Das Prinzip ist das gleiche. Du drückst den Sperrbolzen herunter und anschließend versuchst du, das Schloss mit dem Dietrich zu knacken. Nur, dass diese Schlösser natürlich viel komplizierter sind. Solche Schlösser sind teuer und beschützen daher oft wertvolle Sachen. So, ich würde mal sagen, das war's von ihm. Ich glaube, wir können noch Taschendiebstahl lernen, aber ich möchte erstmal weglassen. Auf 10 muss ich gehen. Schlösser öffnen. Also ein Punkt fehlt uns noch, Meisterschlösser zu öffnen. Aber immerhin können wir jetzt fast alles öffnen. Glaube ich. So, jetzt spreche ich nochmal mit ihm. Es tut mir sehr leid, dass ich ihn abgebrochen habe. Peinlich. Früher oder später werde ich Broga fertig machen. Du hast Feuer unterm Hintern, das muss ich dir lassen. Wie wär's, wenn du mir dabei hilfst? Ich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn Broga dich fertig macht. Das lass mal meine Sorge sein. Ah, wie du meinst. Es ist ja dein Kopf, den du riskierst. So, was müssten wir tun? Eine bessere Rüstung zumindest. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was du hier draußen kriegen wirst, ist Arbeiterkleidung. Was ist mit deiner Rüstung? Woher bekomme ich die? Die Jäger- und Kämpferrüstungen verteilt der Don höchstpersönlich. Schade. Aber auch erst dann, wenn er dich in die Bande aufnimmt. Verstehe. Was müssen wir denn tun, damit Broga zu erledigen? Mach doch mal gerade. Was müsste ich tun, um Broga zu erledigen? Mach's wie ich. Arbeite für ihn. Tu, was er sagt und versuche so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Je mehr du über seine krummen Geschäfte in Erfahrung bringst, umso besser. Das ist zu riskant. Schade. Ich kann dir helfen, dass deine Jagdgeschäfte wieder laufen. Du haltst dir ganz schön viel auf, Kleiner. Aber gut, ich kann jetzt jede Hilfe gebrauchen. Rachel ist schon ziemlich ungeduldig. Sie braucht das Fleisch für die hungrigen Mäuler hier. Na gut. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Erzähl mir erstmal was über deine Jäger. Louis ist ständig besoffen. Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich wette, der hängt hier irgendwo im Sumpf an einer Bierflasche, anstatt zu jagen. Dark soll ebenfalls im Sumpf Beute machen. Was soll ich sagen? Ist bisher auch noch nicht wieder aufgetaucht. Naja, was mit mir ist, das siehst du ja. Läuft wohl nicht so gut. Ich habe mich mal ein bisschen um deine beiden Jäger gekümmert. Ah, gut. Und jagen Duck und Louis ordentlich? Ja, ich fürchte, du solltest dich mal nach neuen Leuten umsehen. Ja, ja, ich verstehe schon. Trotzdem danke für die Nachricht. Hier, nimm. Dankeschön. Tja, dann bleibt jetzt nur noch eine Sache. Ich muss selbst wieder jagen gehen können. Die Wache oben am Tempeleingang lässt mich nicht vorbei. Tatsächlich. Hast dir die Sache hier wohl leichter vorgestellt, was? Der Don will nur die besten Leute in seinem Tempel sehen. Oder solche, die ihm wertvolle Geschenke bringen. Geschenke? Frag mal unseren Schmied Oscar danach. Er hat schon vielen hier geholfen, den Don zu beeindrucken. Oscar ist ein guter Goldschmied. Und der Don steht auf ausgefallene Dinge, die aus Gold gemacht sind. Okay, wir wissen ja schon, was er haben möchte. Wegen Broga. Warum unternimmt Rachel nichts gegen ihn? Wenn ich ehrlich bin, sie ist einfach zu weich. Broga hat sie so eingeschüchtert, dass sie sich nicht gegen ihn durchsetzen kann. Und das, obwohl sie den Don selbst im Rücken hat. Wir haben aber Broga in der Arena besiegt. Ich habe Broga in der Arena besiegt. Ich hab schon gehört. Reife Leistung, Kleiner. Mach weiter so. Bald hast du den Mistkerl in der Tasche. Broga treibt Schutzgeld ein. Ich habe einen Beweis. Broga treibt Schutzgeld ein, hier im Lager. Das sieht der Mistkerl ähnlich. Bleib an der Sache dran. Damit könntest du ihn kriegen, wenn du es richtig anstellst. Ich hörte, Broga will den Don ablösen. Klar will er das, das weiß ja jeder. Doch keiner will es wirklich wissen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich möchte es wissen. Na gut, ihr helft uns erstmal nicht weiter, dann gehen wir mal zum Brugger, denn immerhin haben wir was für ihn getan. So, ich habe einen vermissten Krieger gefunden. Ich habe da einen vermissten Kämpfer gefunden. Ja? Wo ist er? Ich reiß ihm den Kopf ab. Er ist tot. Ich fand seine Leiche in einer Höhle, in der Nähe des Sumpfes. Verdammte Schweinerei. Hatte Dorgan etwas bei sich? Irgendwas? Sag schon. Er hatte nichts dabei. Weiß ich nicht. Du willst mich doch verarschen. Ich warne dich. Mach keine Spielchen mit mir. Das würdest du bereuen. Glaubst du? Ja, ja. So. Die Jungs sagen, du hättest nichts drauf. Wer hat das gesagt? Na warte, dem werde ich... Also raus mit der Sprache, sag es mir. Wer hat das gesagt? Oh, niemand. Ich hab nur eine Wette verloren. Wenn du sowas nochmal machst, mache ich dich fertig. Verschwinde! Nein. Du lässt Sam dein Holz sägen? Na und? Wüsste nicht, was dich das angeht. Wenn die Jäger nicht jagen, werden hier bald alle verhungern. Ach komm, jetzt machen wir mal halblang, als ob dich das interessiert. Ich warte doch nicht, bis Rachel, die Schlampe vom Don, die Holzvorräte verteilt. Am Ende gehe ich noch leer aus. Was? Wer bin ich denn? Solange ich hier noch was zu sagen habe, arbeitet Sam für mich. Verstehe. Na gut. Hast du sonst noch was zu tun für mich? Nicht ganz. Ich hätte da noch eine Sache. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Raus mit der Sprache. Na schön. Dann pass mal auf. Hast du schon mal Schutzgeld eingetrieben? Sowas habe ich geahnt. Okay, erklär mir die Sache mit dem Schutzgeld. Gut. Du wirst jetzt machen, wozu Dorgan nicht in der Lage war. Also, du gehst zu den ganzen Pfeifen hier im Lager, die nicht zu meinen Kämpfern gehören. Sag ihnen, dass ihre monatliche Zahlung fällig ist und kassier ab. Danach kommst du wieder und bringst mir das Gold. So einfach ist das. Vergiss es, das mache ich nicht. Du wirst tun, was ich dir sage. Du hängst schon bis zum Hals in der Sache drin. Also, halt den Mund, geh und treib das Gold ein, klar? Nein. Na gut, Schutzgeld im Banditenlager. Vielleicht können wir den lösen, indem wir zu ihr gehen. Warte mal gerade, ich speichere hier mal gerade ab. Gefällt mir nicht, das gefällt mir gar nicht. Schutzgeld. Ich bin doch kein Schutzgelderpresser hier. Übrigens... Brogar zwingt den Jäger Sam, für ihn zu arbeiten. Er sägt den ganzen Tag Brogars Holz. Was? Der Mistkerl soll jagen gehen! Was glaubt Brogar eigentlich, wie ich die Säcke hier füttern soll? Ohne Fleisch. Geh und regel die Sache. Ich will das Fleisch. Wollen wir auch. Brogar hat mich damit beauftragt, Schutzgeld für ihn einzutreiben. Was denn du? Von wem sollst du kassieren? Von allen Jungs hier, die nicht zu seinen Kämpfern gehören. Damit ist er entschieden zu weit gegangen. Wie lange laufen seine Schutzgelderpressungen schon? Keine Ahnung. Gut, pass auf. Treibe das Gold für ihn ein und vergewissere dich, dass die Jungs hier auch alle bereitwillig zahlen. Wenn so viele damit drinstecken, werden wir Brogar diesmal stellen können. Ha, dem werden wir es zeigen. Okay. Warum sagst du wir, wenn du mich meinst? Luis behauptet, dass Brogar den Don ablösen will. Ha, das habe ich auch gehört. Aber tritt doch mal gegen Brogar an. Auf einmal weiß niemand mehr von irgendwas, weil sie Angst haben. Es ist immer das Gleiche. Tja, ich fürchte, wir brauchen schon ein wenig mehr als nur die Aussage von einem betrunkenen Jäger. Okay, warte, ich gehe mal gerade zurück. Speichere mal gerade und frag sie nochmal. Übrigens, Dorgan, einer von Brogars Leuten, hatte diese Liste bei sich. Zeig mal her. Dorgan hat sich an dem Gold des Don bereichert. Wo ist dieser Verräter? Ich fand ihn in einer Höhle. Er ist tot. Verdammt,
dann nützt mir diese Liste nicht viel. Aber vielleicht kannst du sie noch gebrauchen. Okay, das heißt, unser Ziel ist jetzt erst einmal, das ganze Schutzgeld einzupressen. Ich kann nicht mit dir eigentlich mal auf die, so einen Punkt, eine Taste ziehen. Drei, ne. Also, du gehörst dazu. Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld? Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld? Was ist denn los? Jetzt hat man dich schon zum Goldeintreiben eingespannt? Jüngchen, damit wirst du dir hier im Lager keine Freunde machen. Das ist doch nicht dein Ernst. Nicht quatschen, zahlen. Nicht quatschen, bezahlen. Der Gürger soll dir in den Arsch beißen. Hier hast du das Gold. Okay, den ersten haben wir jetzt. Der fehlt noch, also Oscar. Danny. Wer ist denn Danny schon wieder? Oscar, Danny, also jeder, der keinen. Das ist einer von den Typen. Oscar, Danny, Louis, Harkins. Ah, die finden wir schon alle. Alle, die keine Gangster sind. Keine Kämpfer sind. Ach, dieser Hühner, ich hab gerade, wer liegt denn da jetzt unten in der Gegend rum? Gib mir dein Schutzgeld für diesen Monat. Ihr bleibt doch nicht zerspart. Okay, jetzt haben wir ihn auch schon. Das heißt, wir gehen jetzt mal gerade die Jäger absuchen. Du auch. Wegen Broger. Ich soll für Broger Schutzgeld eintreiben. Oh Mann. Dann pass mal besser auf, dass es dir nicht so ergeht wie Dorgan. Wie meinst du das? Dorgan war der Letzte, der für Broger das Schutzgeld eingetrieben hat. Genaueres weiß ich nicht. Aber irgendwas soll ihm zugestoßen sein. Sei besser vorsichtig. Dorgan ist tot. Ich fand ihn in einer Höhle. Sag ich doch. Das Schutzgeldgeschäft ist gefährlich. Sah eher so aus, als hätten ihn wilde Tiere getötet. Naja, wie auch immer. Jedenfalls war Dorgan der Einzige, der wusste, bei wem Broger hier abkassiert hat. Verstehe. Ich fand diesen Zettel hier in Dorgans Tasche. Der beweist leider gar nichts. Es ist Dorgans Zettel, nicht Brogas. Schade. Na gut. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich denke nicht, dass Louis so bald mit dem Saufen aufhören wird. Ja, ich weiß. Und trotzdem ist er ein guter Jäger, wenn er nicht gerade seinen Rausch ausschläft. Wir haben Neil gefunden. Ich habe einen Jäger namens Neil getroffen. Neil hält Wache auf der Straße zur Hafenstadt. Er soll aufpassen, was dort vor sich geht. Hier im Lager ist er mir keine Hilfe. Dein Jäger Doug gab mir Fleisch fürs Lager. Das sind gute Nachrichten. Das wurde auch Zeit. Bring es zu Rachel, wenn du es noch nicht gemacht hast, okay? Okay, Rachel ist etwas unentspannt. Rachel ist etwas unentspannt. Ich weiß, sie wartet immer noch auf das Fleisch. Tja, solange Broger hier noch die Oberhand hat, wird sie wohl darauf warten müssen. Na gut, aber das ändert sich ja noch. Du hattest keinen Namen, nicht wahr? Nö. Das heißt, Sam steht nicht auf der Liste? Hallo, Inventory. Aber Doug steht auch drauf und die ganzen Handlanger-Typen da. Also die ganzen kleinen Typen. So, es tut mir leid, lieber Doug, du bist mir sehr sympathisch. Dein Kumpel Louis ist ständig besoffen. Mag sein, aber er ist der beste Jagdlehrer, den ich kenne. Du wirst hier in diesem Sumpfloch keinen besseren finden. Ich hab's geahnt. So, leider brauche ich ein ganzes Schutzgeld. Du zahlst mir jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld. Hat man dich jetzt auch schon rumgekriegt, goldgieriger Arsch. Hier hast du es. Naja, das ist nicht ganz richtig, aber muss ja keiner wissen, dass wir das ganze Geld einkassieren, oder? Ist jetzt schließlich für einen guten Zweck, habe ich das Gefühl, oder sage ich zumindest mal, lieber. So, das nehmen wir auch mit, Sumpfkraut. Können wir lecker Joints draus basteln. Was weißt du über ein gewisses goldenes Schwert? Hab davon gehört. Ich glaube auch ein Bruchstück von so einem Ding bei meiner Ausgrabungsstelle gesehen zu haben. Ach. Ja. Ich wollte es gerade bergen, da kamen diese riesigen Insekten. Verstehe. Ich hab's schon.
Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld an die Kämpfer? Tja, wenn du jetzt der neue Eintreiber bist, werde ich's dir wohl bezahlen müssen, oder? Hier. Dankeschön. 25 Erfahrungspunkte. Ja, für ein bisschen Quatschen ist das schon nicht schlecht, würde ich sagen. Hier war doch irgendwo jetzt der Nächste, ne? Das habe ich doch richtig gesehen. Auf jeden Fall braucht Louis... Waren hier nicht auch noch welche? Hallo? Wo sind wir jetzt? Lass mich den einen Typ suchen gehen. Solltest du nicht eigentlich jagen gehen? Oh Mann. Jetzt fängst du auch noch an. All das geht hier den Bach runter und ich soll mir den Stein verrenken? Ja. Nee. Lass mal. Ich trinke mir lieber einen. Wenn du nicht jagen gehst, werde ich dich verprügeln. Du kriegst von mir noch ein Bier, wenn du wieder jagen gehst. Du kriegst von mir noch ein Bier, wenn du wieder jagen gehst. Nee. Dann muss ich mich ja bewegen. Mach du. Ich kann nicht. Du wirst jetzt jagen gehen. Sonst kannst du was erleben. Pass mal auf. Ich mach dir einen Vorschlag. Lass hören. Du gehst rüber und erledigst die wuseligen Ratten da im Süden. Dann kommst du wieder hier. Und ich gebe dir 30 Goldmünzen. Was meinst du? Toll, die sind schon tot. Die wuseligen Ratten im Süden sind alle erledigt. Na Mann, das ging aber schnell. Bist als Jäger gar nicht so schlecht, Alter. Nö, flieh auch. Ja, hast du 30 Goldmünzen? Moment mal, das sind nur 25. Ja, tatsächlich. Hey, dann eben 25. Mehr hab ich sowieso nicht. Blöd, Mann. Aber rück mal das Schutzgeld raus. Rück das Schutzgeld raus. Der Monat ist rum. Ja, hier. Muss ja nicht gleich handgreiflich werden. Tu ich doch nicht. So, das heißt, ihn haben wir auch. Jetzt fällt der nächste Ausgräber. Wo war denn der? Also hier war er auf jeden Fall nicht. War denn das andere Ausgrabungsdingens? War das nicht hier? Irgendwo? Jetzt muss ich den Handlanger die ganze Zeit suchen, oder was? Habe ich aber gar keinen Bock drauf. Da ist er doch. Ist was? Guck, der geht doch jetzt hier hin, oder? Wo sind denn die anderen? Wie hieß der? Ist der überhaupt da auf der Liste mit drauf? Lass mal gerade. Inventar verdächtig. So, Robert, haben wir den schon? Louis haben wir auf jeden Fall. Hawkins haben wir noch. Haben wir auch. Duck haben wir und Danny haben wir auch. Oscar haben wir auch. Das heißt, uns fehlen noch ein paar. Die ganze Zeit rumlatschen, die fehlen uns noch. Handlanger. Wo gehst du hin? Ich weiß es nicht. Wer bist du? Handlanger. Craig? Die da oben fehlen noch, ne? Ich glaube, die laufen immer hier entlang. Vielleicht finde ich ja durch Zufall jetzt den Typen mit dem Namen. Bist du das? Bist du, den ich nicht kenne? Dwight! Schutzgeld. Ich will dein Schutzgeld für diesen Monat abkassieren. Ja, so siehst du auch aus. Hier hast du das Gold. Danke. Wer bist du? Oscar Namen. Liebe Freunde, ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder um. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Risen. Bis dahin. Ciao, ciao.